Ein Typ wie ich kommt hier draußen eigentlich ganz gut zurecht. Der Punkt ist nur, dass jeder hier draußen irgendwann dieses bestimmte Gefühl bekommt. Dieses Gefühl, niemals von hier wegzukommen. Ich kenne meinen Vater nicht. Mom wollte mir nie von ihm erzählen. Grover Chadwick, mein alter Nachbar und inzwischen bester Freund. Grover ist ein Informatikgenie mit ausgezeichneten Noten und einem überragenden IQ. Glaubst du, wir kommen irgendwann weg aus diesem Kaff? Der Klinikaufenthalt meiner Mom fühlt sich insgeheim fast wie Urlaub an. Wir wollen endlich einen Roadtrip machen mit dem gebrauchten Chevy, den er zu seinem Führerschein bekommen hatte. Ich habe ja mal gelesen, dass Menschen mit blauen Augen ziemlich naiv sind. Geld ist das Problem. Ich stehe in Las Vegas am Roulette-Tisch und ich setze mal auf Rot, mal auf Schwarz, aber immer gewinne ich. Ihre Mutter, sie wird durchkommen. Aus! Hey, Frankie, du warst ja lange nicht mehr hier. Wieso weißt du etwas von deinem Vater? Wie viel brauchst du? 5000? Ich hoffe einfach nur, mein Vater ist anders als du. Wie kann mein Vater ein Genie sein und ich so ein Versager? Nate ist aus einer Klinik geflohen. Dann wird er nur noch selten an den Jungen denken, mit dem er mal zur Schule gegangen war. Es lief einfach nie gut. Es muss nicht immer alles schlecht laufen. Ich will dir jetzt mal was sagen. Wir passen ziemlich gut zusammen. Besser als du denkst. Dann kannst du mich halt nicht lieben. Na und ich liebe dich so sehr, dass es für uns beide reicht. Und du brauchst mir auch nichts mehr vorzuspielen, keine Gefühle mehr zu heucheln. Ich weiß jetzt, wer du bist. Ich kenne deine Geheimnisse und du kennst meine.